Super Juni, super Sonne, super Freude, Vespa Alpes, super Christi, super Welcome, Molto Bene, Vespa Alpes, super Städtchen, super Berge, super See, Vespa Alpes, super Breeday, super Top Day, super Endday, Vespa Alpes, super Rideouts, super Straßen, super Pausen, Vespa Alpes, super Kurvig, super Lifestyle, super Glockner, Vespa Alpes. So, liebe Mi Piace Freunde, Amici, ich bin wieder mal hier in Zell am See bei den Vespa Alp Days Revolution, heuer wieder im Juni. Ein Traumtag, heute ist Freitag, ich freue mich auf die Plüschtierjagd. Hinter mir seht ihr den Zeller See und ich werde jetzt einmal reinfahren nach Zell am See und wenn wir ein paar Vespas anschauen und euch darüber berichten. BX gehen auch bei euch? Oh ja, da ist ein BK, ne? Ja, das war eine bedrohte Kennzeichen. Also. Ich bin heute mit meiner neuen HPE, GTS 300 HPE hier im Zell am See, mit einigen Umbauten. Ja, wer mich hier kennt aus den letzten Jahren und aus der Szene, ist natürlich einiges wieder an meinen Vespas gemacht worden. Ja. Die Farbe ist ein Atlantis Blue Metallic, ja, in matt lackiert worden. Vom Fahrzeug an sich wurde alles geändert, vom Fahrwerk über Motor, alles was möglich ist. Größere Bremsscheiben, größere Bremssättel, wir haben Radialpumpen mit Ausgleichsbehälter verbaut. Es ist ein Digitaldach offensiv verbaut worden. Es sind 13 Zöller MP3 drauf. Es ist vorne das Fahrwerk um fast 40 mm gekürzt worden. Am hinteren Bereich haben wir wieder Celoni mit Ausgangsbehälter. Wie schauen wir denn leistungsmäßig aus, so ungefähr? Leistungsmäßig liegen wir momentan auf Kurbelwelle seitig um die 40 PS. Das heißt, wir haben am Hinterrad 35 PS momentan. Motor ist, wie gesagt, das Grundgerüst eines HPE-Motors. Ja. Aber das war's dann schon. Ausgetauscht ist worden Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Zylinder, Kopf, Nockenwelle, Ansaugbrücke, Einspritzeinheit, Ansaugtrakt, Einspritzeinheit, komplett ECU von einer Beverly 350. Die habe ich jetzt seit 2 Jahren, habe motormäßig nichts gemacht. Was ich gemacht habe, ist eben Vario, Kupplung und Riemen. Das sind so die Punkte, die ich gemacht habe, um am Berg oder an der Ampel ein bisschen mehr Kraft oder mehr Zug zu bekommen. Du hast sehr viele Teile drauf. Sind die typisiert? Die 13 Zöller waren damals noch nicht typisiert, ja, beziehungsweise waren noch nicht offiziell zu bekommen mit Typisierung, wie sie jetzt vom Faber zu bekommen sind. Das heißt, beim Faber kriegt man jetzt typisierte 13 Zöller. Diese sind jetzt über den Faber zu bekommen, ohne Probleme. Die Kürz- und Bremshebel haben eine Typisierung drauf und die Frando-Bremsanlage auch komplett. WGM Competition Pro vorne hinten, Frando-Bremsanlage vorne hinten. Es fühlt sich schön langsam. Rideout heute. Plüschtierjagd. Wir treffen uns alle bei der Aretbahn in Zell am See. Wir werden mal schauen, ob heute schon alle mit dabei sind, aber ein paar hundert werden es auf jeden Fall werden. Viele bekannte Gesichter, die man seit vielen, vielen Jahren kennt. Ein super Erlebnis und wie immer traumhaft organisiert vom Franz. Da reiten sie es alle ein. Ich freue mich. Ja, zum 13. Mal die Vespa Alp Days hier in Zell am See und wir haben wieder fantastisches Wetterglück. Es muss einen Gott geben für uns. Schon irgendwie, einen gell? Vespa-Gott. Der fährt Vespa, ja. Heute tolle Ausfahrt auf den Großglockner. Es liegt ein bisschen Schnee oben. Wir können ein bisschen Schnee schauen noch, ja. Alles so, wie es immer war eigentlich, oder? An sich
wie es zu den besten Zeiten wird. Und von der Stadtgemeinde habe ich vor kurzem die Genehmigung für 3 weitere Jahre bekommen. Super! 23, 24, 25. Aber dann bin ich ganz geniert. Morgen, Wesp, ist die Samstag. Wir haben einen absoluten Traumtag erwischt, die Sonne scheint. Heute geht es rauf auf den Großglockner, der Großglockner Audax, der Höhepunkt der Vespa Elb Days jedes Jahr. Da kommt ein Mutiger, treibt seine Schaltvespa hinauf. So, erzähl mal, was fahrst du da? Ich fahre momentan einen Quadrini 244, ja? Mit einem 28er Vergaser, hat ungefähr ja, um die 40 PS am Hinterrad. Ja? Ja. Aber nicht, das fahrst du nicht immer, oder? Das fahre ich nicht immer. Normalerweise fahre ich den BFA 306, ja? Mit einem 400er Zylinder und hat dann drückt am Hinterrad knapp 70 PS. Ist aber für diese Region etwas unfahrbar. Ne? Ich habe heute Morgen noch ein bisschen umgedüst, ja, in der Höhe. Da laufen die zu fett. Aber es ist immer so, zu mager, zu fett ist immer sehr, sehr schwierig, die passende Düse zu finden. Ne? Dann habe ich es lieber etwas fetter als, ja, zu mager. Ne? Dass du nicht anreibst da, genau, oben. Ja. Kannst du besser über Drehzahl, ja, fahren, damit du sauber läufst. Ne? Super Rideouts, super Straßen, super Pausen, Vespa Alpdays, super Kurvig, super Lifestyle, super Glockschnack, Vespa Alpdays. Vespa Alp Days, super lässig, super chillig, super Freunde, Vespa Alp Days, super lieb, super lustig, super Team, Vespa Alp Days, super Vespen, super Scooters, super Oldies, Vespa Alp Days, super easy, super sexy, super Sport, Vespa Alp Days. Ich bin der Markus aus Hessen, ja?
Und ich bin durch Zufall, wo ich mir eine Vespa holen wollte, habe ich deinen Kanal gesehen. Ja. Und da habe ich mir das inhaliert. Dann habe ich gesehen, wie du auf die Alpdes hochgerockt bist. Und heute, durch dich, bin ich das erste Mal hier bei den Alpdes dabei am Kursglocken. Das ist doch super, dass es das Internet gibt. Ja, einwandfrei. Klasse. Sehr, sehr tolle Kurs.